Okay, ich leg dann los. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Zeit-Stiftung in der Reihe Freiheit digital. Jeden dritten Mittwoch im Monat diskutieren wir hier im Basecamp Themen der Digitalisierung in Wirtschaft, Arbeit und Gesellschaft. Warum tun wir das? Warum halten wir das für wichtig? Sie wissen das alle, durch die Digitalisierung wandeln sich alle unsere Lebensbereiche und dies ziemlich rasant. Unser Kommunikationsverhalten, unsere soziale Interaktion, unsere Mobilität, Infrastruktur, die vernetzt und global wird, unsere Arbeitswelt, unser Konsumverhalten, natürlich auch Wirtschaft, Produktionsprozesse, Handel, aber auch natürlich Bildung und Wissensvermittlung. Wir alle können die Chancen, die in dieser Digitalisierungsentwicklung stecken, nutzen. Aber auch selbst wenn wir das nicht wollen, wenn wir sagen, ach, eigentlich war es ja alles ganz schön, so wie es bis jetzt war, wir haben keine Chance. Wir können uns diesem Wandel nicht entziehen, sondern wir müssen unser Handeln anpassen. Und damit diese Anpassungen möglichst positiv verlaufen und damit die großen Chancen der Digitalisierung erkannt und auch zum Tragen kommen können und für Risiken und Herausforderungen gute Lösungen gefunden werden können, muss dieser Prozess, meinen wir, möglichst gut begleitet werden. Und hier sehen wir auch unsere Rolle als Naumann-Stiftung. Wir wollen sozusagen als Mittler hier fungieren, den Diskurs organisieren, wichtige Fragen der Digitalisierung, die uns alle beschäftigen, aufnehmen und mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern, mit Ihnen hier allen, die Sie heute so zahlreich gekommen sind, diskutieren, aber natürlich auch als politische Stiftung mit Vertretern aus der Politik, aus den Medien, aus der Wirtschaft, aus den Verwaltungen und auch aus der Zivilgesellschaft diskutieren, sodass wir alle in der Sache weiterkommen, dass wir viele Argumente austauschen und dass das Verständnis für die Chancen der Digitalisierung insgesamt gefördert wird. Denn darauf kommt es uns auch an als Naumann-Stiftung. Heute haben wir als konkretes Thema die Digitalcharta gewählt oder welche Regeln braucht das Internet. Und dass wir damit relativ aktuell liegen, das zeigt ja die hohe Besucherzahl. Sie alle haben die Einladung gelesen, deswegen sind Sie auch hier. Es geht darum, wie Grundrechte und demokratische Grundprinzipien im digitalen Zeitalter durch rechtsstaatliche Regelung geschützt werden können und ob wir dafür ein Regelwerk, zum Beispiel eine Charta, benötigen oder was hier der richtige Weg sein kann. Ein Vorschlag für so eine sogenannte Digitalcharta wurde ja Ende 2016 vorgelegt von einer Reihe von Personen, denen das Thema am Herzen lag. Die Federführung hatte die Zeitstiftung, die ja heute unser Kooperationspartner ist. Dafür auch übrigens ganz, ganz herzlichen Dank, auch hier an Herrn Opper und alle anderen Kolleginnen und Kollegen, dass das hier klappt, dass Sie heute dabei sind. Über diese Charta konkret, also über Vorschläge für einen rechtlichen Regelungsrahmen im Internet, wird nicht erst seitdem, aber auch seit Vorlegen dieser Charta sehr, sehr heftig diskutiert in der Netzgemeinde und auch darüber hinaus. Es wird gefragt, ob dies der richtige Weg ist, ob wir denn so ein Regelwerk überhaupt brauchen oder wo wir nachbessern müssen oder auch ganz generell, an welchen Stellen braucht es überhaupt Regulierung, wo braucht es definitiv keine Regelung und wenn es Regelungen braucht, wie können denn diese konkret aussehen? Über all diese Fragen wollen wir heute diskutieren. Sie haben ja selber schon, verehrtes Publikum, vorne angefangen, indem Sie Ihre Anmerkung aufgeschrieben haben. Und ich begrüße sehr herzlich die Gäste, mit denen wir dieses Thema heute diskutieren wollen, die auch sehr unterschiedliche und sehr klare Positionierungen zu diesem Thema haben. Ich begrüße Sascha Lobo. Er ist Kolumnist, Schriftsteller, Autor, der sich ausführlich mit den Themen im Bereich des Internets, soziale Medien, auch insgesamt mit der Rolle der Medien und der Presse und allgemein mit Fragen der Digitalisierung der Gesellschaft auseinandersetzt. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Dr. Hendrik Widowild ist Jurist. Seit 2016 ist er Wirtschaftskorrespondent bei der FAZ, zuständig insbesondere für aktuelle rechtspolitische Themen. Er war zuletzt Pressesprecher für etwa 2 Jahre im Bundesjustizministerium. Er kennt sich also mit diesem ganzen Themenbereich Rechtspolitik bestens aus. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Widowild. Die Politik ist ebenfalls vertreten. Ich begrüße sehr herzlich Bernd Schlömer. Er ist Mitglied der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, zuständig dort für die Themengebiete Netzpolitik, digitale Verwaltung sowie Datenschutz und Bürgerrechte, Informationsfreiheit. Herzlich willkommen, Herr Schlömer. Applaus
Moderieren wird Julia Hesse. Sie ist seit langem im liberalen Umfeld im Themenbereich Netzpolitik engagiert und ist eine sehr kompetente Kennerin dieser Materie. Sie ist außerdem seit langem Seminar- und Forenleiterin der Friedrich-Naumann-Stiftung und ist sehr gut darin geübt, verschiedene Meinungen gut zu moderieren und alle Gesprächspartner in einem konstruktiven Austausch zu halten. Vielen Dank, liebe Julia Hesse, dass du heute dabei bist. Herzlich willkommen. Ja, last but not least, bevor jetzt die Diskussion losgeht, noch zwei kurze Anmerkungen. Der nächste Termin in dieser Reihe ist dann am kommenden Mittwoch, am nächsten Mittwoch, am dritten Mittwoch im März, und zwar am 22. März um 12 Uhr. Thema dann für ein digitales Wirtschaftswunder Industrie 4.0. Es wird auch spannend werden, das kann ich schon versprechen. Sie sind herzlich eingeladen, dann wiederzukommen. Und die Zeit bis dahin können Sie überbrücken, indem Sie liberal lesen. Das ist das Debattenmagazin der Friedrich-Naumann-Stiftung. Das sieht so aus vom Cover. Das ist die aktuelle Ausgabe. Und ich kann Ihnen das nur empfehlen. Es ist sehr gut geschrieben, wie ich finde, kontrovers, gut lesbare Artikel. Das Heft ist auch sehr gut falt- und knickbar, passt in jede Tasche. Also nehmen Sie sich gerne eins mit. Und ich wünsche Ihnen dann viel Spaß beim Lesen, aber jetzt erstmal beim Zuhören. Und wenn Sie sich noch weiter beteiligen wollen, der Hashtag ist Freiheit digital. Und jetzt hat Herr Opper das Wort. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die wunderbare Einleitung, Frau Wellinghoff. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank an das Basecamp für die Einladung, dass wir heute auch als Zeitstiftung hier sein können und mit Ihnen und euch diskutieren können über die digitale Grundrechtecharta, die Sie schon erwähnt haben. Denn genau das ist es, was wir, ich zeige sie gerade noch mal kurz, vielleicht für alle, die sie im Winter nicht gesehen haben als Veröffentlichung. Das ist genau das, was wir mit dieser Veröffentlichung, diesen 23 Thesen, Artikeln erreichen wollten, nämlich einen öffentlichen Diskurs, wie Sie ihn beschrieben haben, zu fördern auf allen möglichen Ebenen. Deswegen, das wiederhole ich jetzt gar nicht mehr, sondern ich wurde gefragt, ein bisschen was zu erzählen zur Genese dieses Projektes, das auch für uns als Zeitstiftung, sage ich vielleicht vorweg, ein besonderes Projekt war, kein ganz gewöhnliches Projekt und auch für uns ein großes, ja man kann sagen, Experiment, kommunikatives Experiment, wie wir damit umgehen, jetzt auf vielfältigen Kanälen, mit der Netzgemeinde, mit Ihnen in der Öffentlichkeit live, mit Politikern zu diskutieren, zu debattieren und vor allen Dingen diese Diskussion, das ist, glaube ich, unser Kernziel, an sich zu fördern. Und dafür sind wir heute hier angetreten. Auch bei uns, wie bei Ihnen, gehört das zu einem Themenschwerpunkt, den wir seit 2011 entwickeln, der seit 2015 Bucerius Lab in der Zeitstiftung heißt und sich mit den Folgen des digitalen Wandels aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive beschäftigt. Und da liegen wir auch ganz nah mit Ihnen zusammen. Das nur, dass wir vielleicht in diesem Projekt ein bisschen mehr die Risiken in den Blick genommen haben als die Chancen, aber natürlich auch beides zusammen denken wollen. Und so kam, als wir dieses Bucerius Lab 2015 gegründet haben, auch eine Initiative, quasi zeitgleich eine Idee auf uns zu von unserem Kurator Giovanni Di Lorenzo, der ganz einfach die Idee hatte, mit uns zusammensaß, darüber zu sprechen, wir müssten doch mal als Stiftung eine prominente Gruppe von zivilgesellschaftlichen Experten zusammenbringen. Das war 2015 auch noch unter dem Eindruck natürlich der Snowden-Enthüllungen, aber auch der großen Fragen um Plattformregulierung, überhaupt die Machtverschiebung hin zu großen Internetplattformen, Facebook-Urteil etc. Und natürlich die Frage Hate Speech und ziviler Umgang im Netz und auch natürlich der Blick auf künftige Entwicklungen, wie die voranschreitende künstliche Intelligenzentwicklung. Wie diese ganzen Entwicklungen zusammenhängen mit der Verteidigung unserer Bürgerrechte, unserer Freiheit. Deswegen auch danke an Sie, unter dem Titel Ihrer Stiftung heute über Freiheitswerte zu diskutieren, wie wir die schützen oder ganz neu fassen müssen im digitalen Zeitalter, für das digitale Zeitalter. Und daraufhin haben wir, und das ist ein bisschen die Genese des Projektes, wir zusammengesessen mit Giovanni Di Lorenzo, mit Kollegen von der Zeit in der Stiftung und ein Brainstorming gemacht, eine Liste zusammengestellt, wo es uns ganz wichtig war, eben nicht nur die Netzgemeinde, in Anführungszeichen, Juristen zu beteiligen, sondern alle möglichen Spektren der Zivilgesellschaft, die eine gewisse Affinität für dieses Thema haben, einzubinden. Also Wissenschaftler wie Heinz Bude, der auch hier im Publikum heute sitzt,
Sascha Lobo und natürlich Johnny Häusler. Wir haben Schriftstellerinnen, Schriftsteller mit an Bord gehabt, einen Philosophen, einen Theologen und Internetunternehmer. Und so kam es zustande, dass in dieser Gruppe Christoph Käse von Springer neben Sascha Lobo saß, um zu diskutieren, erstmal diesen Debattenraum herzustellen. Das war unser erstes Anliegen. Das war noch gar nicht der Punkt, wir wollen eine digitale Grundrechtecharta schreiben und veröffentlichen, sondern dieses Ziel wurde dann erst mit dieser Gruppe 2015 entwickelt und durch diese Gruppe überhaupt formuliert und vorangetrieben. Und so kam auch, das war ja auch ein bisschen die Frage in der Netzdebatte, Leute wie Martin Schulz oder Jan-Philipp Albrecht als Politiker dazu, nicht wegen ihrer Parteienzugehörigkeit, sondern weil sie eine ganz bestimmte, prominente Auseinandersetzung mit diesem Thema durch ihre Person angeregt haben. Also bei Martin Schulz zum Beispiel die Laudatio beim Deutschen Friedenspreis für John Lenyer oder Jan-Philipp Albrecht, der sich ja ganz wesentlich beschäftigt hat mit der Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene. Und es gab also keine besondere Rolle eines Einzelnen aus dieser Gruppe. Und das ist vielleicht auch das, was man nochmal herausstellen muss, auch dass die Freiheit einer Stiftung, wie wir sie sehen, nach Relevanz und nicht nach Proporz zu kuratieren. Und so ist diese Gruppe zustande gekommen. Es zeigt aber auch gleichzeitig natürlich die Grenze einer solchen Stiftungsinitiative, die ganz klar kein Recht formulieren will, kann. Das steht uns gar nicht zu, sondern dafür einen Debattenvorschlag zu machen. Und so war es auch nicht unser Ziel, ein weiteres Policy Paper zu entwickeln, das, wie man Google oder Facebook reguliert und das der Politik so unter der Hand zuzuspielen, sondern eben in den öffentlichen Diskurs zu gehen. Und deswegen waren uns diese drei Säulen dann auch wichtig, aber mit dieser Anzeige, die an verschiedenen Zeitungen erschienen ist und dann auch Berichte in ein bisschen Lokalzeitungen runter in die Provinz, eine ganz breite Öffentlichkeit für das Thema erstmal zu interessieren, gleichzeitig über die Veröffentlichung im Netz, die Netzgemeinde, die Fachexperten mit einzubinden und über unsere Vorstellung im Europäischen Parlament die Politik natürlich zu adressieren. Und so möglichst einen breiten Diskurs überhaupt erstmal anzuregen. Natürlich haben wir das gemacht unter einer sehr großen Überschrift mit der digitalen Grundrechtecharta für Europa. Natürlich ist hier vielleicht auch ein bisschen Medienstrategie drin gewesen, um Aufmerksamkeit für das Thema zu erzeugen. Deswegen hat die Charta ist auch kein Fließtext geworden, sondern hat die Form, vielleicht die symbolische Form schon eine Grundrechtecharta angenommen mit Artikeln, weil man dann besser und konkreter über die einzelnen neuralgischen Punkte streiten kann und sich nicht in einem Fließtext verfängt, den man schwer kommentieren kann. Und ich glaube, das hat auch sehr gut dann in den Reaktionen gezeigt, wo diese neuralgischen Punkte liegen und wo man jetzt vielleicht ran muss, in der Diskussion sie zu verbessern. Und genau, das ist jetzt die nächste Phase, in der wir jetzt angekommen sind. Die Diskussion ist hiermit eröffnet, sie findet im Netz statt, sie findet öffentlich statt, sie soll weiter auch zum Beispiel auf der Republika vertieft werden mit Workshops und dazu wird dann Sascha Lobo auch gleich noch was sagen, es wird auch eine weitere Internetbeteiligungsrunde geben, weil das natürlich für uns auch ein Lernexperiment ist, wie wir jetzt mit diesem ersten Entwurf, und es ist ein Diskussionsentwurf und kein fertiger Text, der durch die Politik so gehen soll, was uns ja kurzes zeitweise unterstellt wurde, als fertig, als definitiv gilt. Und deswegen freue ich mich, dass wir jetzt hier heute ein Stück weiterkommen in der Debatte und ja, bin auch genauso gespannt wie Sie, wo wir am Ende stehen werden. Vielen Dank. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen durch den Sturm und durch den Wind es geschafft haben, hier heute herzukommen. Freiheit digital, brauchen wir eine Digitalkarte? Ich würde sagen, dieser Satz, der Name unserer heutigen Veranstaltung, der fasst perfekt die Diskussion der letzten Wochen und Monate zusammen. Wir haben es eben schon gehört. 75 Initiatoren und Unterstützer haben sich genau diese Frage gestellt und haben diese Charta vorgelegt. Herr Oppe hat auch schon ein paar prominente Namen genannt. Es ist wirklich ganz spannend, wer da alles dabei war. Herausgekommen ist die Digitalkarte, die im letzten Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Da wir zu der Genese schon ein bisschen was gehört haben, möchte ich kurz noch zwei kurze Zitate anbringen. Die Diskussion in den letzten Wochen, die war definitiv sehr lebhaft und sehr kontrovers. Alles andere als langweilig in den sozialen Medien, auf Facebook, auf Twitter, in den Zeitschriften, Zeitungen und natürlich auch auf der Seite der Digitalkarte selber. Einer der Initiatoren, Bernhard Pörksen, sagt, die Form der Charta lebt von einem kommunikativen Widerspruch.
genau das, was Herr Opper eben gesagt hat. Wir haben was vorgelegt, man möchte gerne, dass darüber diskutiert wird und diese Chance genutzt wird, um zu gucken, brauchen wir sozusagen neue Grundrechte, brauchen wir ein neues Denken, spezielle Grundrechte für diese digitale Welt, die wir haben, oder reichen sozusagen die alten, allgemeinen Grundrechte, die wir aus der analogen Welt noch haben. Aber auch die Gegner der Charta, die geizen nicht mit kritischen Kommentaren bis hin zu dem Vorwurf der Zensurfantasie. Einer der Wortführer in der Debatte, Professor Nico Herting, sagte in einer Zeitschrift, die Putin und Erdogan würden eine solche Charta sofort unterschreiben. Also durchaus eine spannende Debatte, die wir heute mit Ihnen führen möchten. Wir haben schon angefangen, Sie haben da vorne schon auf der Wand angekreuzt sozusagen, brauchen wir eine Digitalcharta? Ja, nein oder unentschieden. Und ich finde es ganz spannend, eine ganze Menge auf der Ja-Seite, aber auch viele Unentschiedene. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir heute auch diskutieren wollen. Wir haben den Hashtag Twitter, die Freiheit digital. Mein Kollege, der Herr Peter Baumgärtner, wird Ihre Kommentare zusammenfassen und dann auch gerne hier noch mit nach vorne reinreichen, wenn Sie Fragen haben. Wir danken außerdem dem Basecamp dafür, dass wir heute diskutieren können. Wir danken für die Kooperation der Gründerszene und natürlich laut dem Verein für liberale Netzpolitik. Ich stelle Ihnen noch ganz kurz unsere Referenten heute Abend und Entschuldigung, heute Mittag vor, sonst moderiere ich immer abends. Wir haben einmal Sascha Lober, braucht glaube ich nicht so viel Vorstellung. Blogger, Autor, Journalist. Seit 2011 schreibt er die sehr zu empfehlende Kolumne auf Spiegel Online Mensch Maschine, ist gern gesehener Gast in Talkshows, um das Internet zu erklären und ist einer der Initiatoren der Digitalkarte. Herzlich willkommen, Sascha Lober. Wir haben außerdem Hendrik Widowild, auch Jurist und hat bereits eine beeindruckende Karriere hinter sich, ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ und sitzt sozusagen auf der anderen Seite von Herrn Lobo. Herzlich willkommen. Last but not least, Bernd Schlömer, von Haus aus Kriminologe und seit Herbst Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus. Herzlich willkommen, Bernd Schlömer. Wir fangen an, unsere drei Teilnehmer heute haben jeweils einen kleinen Input vorbereitet. Sascha Lobo fängt an und dann würden wir direkt in die Diskussion reinstarten. Ja, vielen Dank erstmal für dieses große Interesse, nicht nur hier, sondern natürlich auch im Netz, bei der Debatte, bei der Vorstellung der Digitalkarte, an der ich die Freude hatte, mitgearbeitet haben zu dürfen und noch mitarbeite. Dieses große Interesse, ich bin nicht so bekloppt, das für Zustimmung zu halten. Ich bin aber schon so bekloppt, das für einen Anlass zu halten, dieses Interesse, dass wir irgendeinen bestimmten Punkt getroffen haben. Und ich glaube, ein Teil der Debatte ist heute gar nicht so sehr von meiner Warte aus, auf Teufel komm raus zu verteidigen, dass die Digitalkarte in genau der Form der goldene Wurf der digitalen Zukunft ist. Das ist sie nicht und das wissen auch alle und das ist, hoffe ich, nach der 600. Wiederholung genau dieses Arguments auch den meisten einigermaßen klar. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es weniger um Verteidigung geht als um Debatte. Und was diese Digitalkarte bewirken soll, ist nicht nur, dass irgendwann eventuell, wenn die demokratische Mehrheit das so möchte, auch ein daran anknüpfendes, echtes gesetzliches Werk daraus werden könnte, ungefähr so wie die Menschenrechtscharta, die ja in bestimmten Kontexten auch eine Referenz für den Rechtsrahmen herstellt, sondern was wir erreichen möchten, und ich denke, ich spreche dafür alle, beziehungsweise weiß ich das, ist, dass man darüber überhaupt erstmal debattiert, denn das ist unserer Meinung nach notwendig. Ich versuche das mit einem so simplen wie in meinen Augen sehr schlagkräftigen Bild auszuschmücken. Wir haben schon eine Grundrechtecharta, wir haben sogar mehrere Grundrechtekarten. Die Frage, die allererste, die sich einem stellt, ist also, warum denn jetzt noch eine digitale? Warum eine Digitalcharta für Grundrechte? Sind nicht Grundrechte auch und absolut digital? Und das stimmt zwar auf eine Art, aber auf eine andere Art, und jetzt kommt dieses großartige Bild, was ich mir selbst ausgedacht habe, ist es, wenn eine Grundrechtecharta wie ein Boot ist zum Schutz gegen Ertrinken. Aber irgendwann dieses Boot halt zum Flugboot wird, zum Wasserflugzeug, dann ist es halt nicht mehr nur sinnvoll, eine Schwimmweste dabei zu haben, sondern ab einer bestimmten Flughöhe auch einen Fallschirm. Beides sind Instrumente, die der Sicherheit dienen,
aber die unterschiedliche Anforderungen erfüllen, weil sich die Gesellschaft weiterentwickelt. Unserer Meinung nach gilt es also weniger, diesen Entwurf zu verteidigen. Ich fühle mich auch überhaupt nicht in der Defensive, sondern ich fühle mich in der umarmenden Willkommenheißung einer Debatte darüber, warum, in welcher Form, in welcher Ausgestaltung und wann wir eine Digitalcharta brauchen könnten. Und genau das war auch das Ziel von diesen Leuten, die sich zusammengesetzt haben, das zu erreichen. Insofern ist das, was hier heute passiert, nämlich eine Debatte um die Grundrechtecharta, mindestens genauso wichtig wie die Printanzeigen in 937 deutschen Zeitungen. Ich, grober Schätzwert, die genaue Zahl ist mir entfallen, ich bin nicht so der Printtyp. Abschließen möchte ich mein Statement mit der absoluten Okay-Findung, dass man der Meinung sein kann, wir brauchen keine Charta. Wir brauchen auf gar keinen Fall eine Charta. Das ist eine völlig legitime Meinung und ich fordere die Gegner dieser Charta auf, natürlich auch dagegen mit normalen demokratischen Mitteln zu kämpfen, wenn ich auch mir wünschen würde, dass anders als in der Startdebatte heute hier, sagen wir mal, möglichst wenig Gestapo-Vergleiche aufkommen. Aber es ist völlig okay, die Charta nicht gut zu finden oder der Charta entgegenzustehen. Ich möchte aber daran erinnern, dass es seit ungefähr 150 Jahren bei jeder größeren Neuerung immer Leute gab, die gesagt haben, also da braucht man nun wirklich kein Gesetz. Das ist nun wirklich bereits abgebildet. Angefangen von Entwicklungen, was echte Grundrechte angeht, wie Behindertengleichstellung 2006, bis zu Dingen, die vor über 100 Jahren geschehen sind, zum Beispiel mit dem Frauenwahlrecht, wo gesagt worden ist, wieso, die Menschen da draußen haben doch ein Wahlrecht, die Frau fragt dann den Mann was und so weiter. Ich glaube also, dass dieses Argument, das gibt es doch alles schon, eins ist, dass man sehr, sehr genau prüfen sollte. Und mit diesem Schlussaufruf übergebe ich gerne an die weiteren, ich würde noch nicht mal Kontrahenten sagen, sondern Mitdiskutanten. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und ganz herzlichen Dank, dass auch Gegner der Digitalcharta hier zu Wort kommen. Vorhin hatten Sascha Lobo und, gut, Bernd Schlimmer und ich, wir kennen uns länger, aber Sascha Lobo und ich uns ein bisschen unterhalten und da dachte ich schon, ach verdammt, er ist ja doch ganz nett und man hat ja vielleicht doch die eine oder andere Gemeinsamkeit, wie komme ich denn jetzt bloß wieder in den Kampfmodus? Nach den Worten aus der Zeitstiftung fällt mir das sehr leicht, wirklich sehr leicht. Sie sind, und das ist der Grundfehler der Digitalcharta, unehrlich gegenüber der Öffentlichkeit. Sie müssen sich schon entscheiden. Entweder Sie stellen sich hin und sagen, wir haben hier eine Charta, eine neue Verfassung, neue Grundrechte und die stellen wir im Europaparlament vor. Dazu binden wir den EP-Präsidenten Martin Schulz ein, der jetzt sich gerade für den machtvollsten Job in der Bundesrepublik bewirbt. Oder wir lassen es und wir machen einfach ein paar Promi-Thesen, stellen ein paar Ideen zusammen, schreiben ein Paper oder das, was eben sonst üblich ist. Sie haben sich aus kommunikativen, aus PR-Gründen, wie Sie selbst eingeräumt haben, dafür entschieden, eine Charta zu schreiben. Daran müssen Sie sich insbesondere nach 14 Monaten festhalten lassen. Was ist jetzt mein Problem mit der Charta? Bin ich gegen mehr Schutz vor Konzernen im Internet? Nein, bin ich natürlich nicht. Mein Problem mit dieser Charta ist zweierlei. Einerseits dieses Problem, dass Sie nicht aufrichtig kommuniziert haben, dass Sie also von Anfang an das als Charter hingestellt haben und jetzt sozusagen zurückrudern und sagen, nein, ist alles nicht so gemeint. Sie haben damit einen Anker in der Debatte gesetzt. Und dieser Anker ist von einer ganz extremen Freiheitsfeindlichkeit. Es ist doch nicht so, dass es sich um eine Bürgercharta handelt. Es ist nicht so, dass ein paar Bürger sich zusammengefunden haben und gesagt haben, ja, Facebook, Google, alles ziemlich schlimm, jetzt kommen auch noch die Roboter und die Algorithmen. So war es nicht. Sie haben Leute zusammengefasst, die klangvolle Namen hatten, die berühmt waren, die auch noch ein bisschen juristische Legitimität mit reinbringen. Sie haben zwei Staatsrechtler mit eingebunden und Sie haben Martin Schulz eingebunden und Sie haben vorhin Christoph Käse schon prophylaktisch erwähnt. Da kann man wirklich mal ein kleines Fragezeichen dran setzen. Christoph Käse hat ganz, ganz partikulare Interessen. Der ist, ich glaube, sein Titel ist Vice Executive irgendwas bei Springer, also Vorstand. Diesen Posten hat er damals bekommen, weil er das Leistungsschutzrecht für Presseverlage in Deutschland durchgedrückt hat. Das sagt er selbst von sich, das sind nicht meine Worte. Er sagt selbst, er war maßgeblich daran beteiligt. Es ist ein hochumstrittenes Gesetz, was sich maßgeblich gegen Google richtet und die Verlage stärken soll. Käse arbeitet in diesem Dreieck Verlage, Urheber, Journalisten und Nutzer. Und er will natürlich die Verlage stärken. Er hat es geschafft, in Artikel 22 der Charta, wir können hier keine Textexegese machen, Sie müssen es dann also zu Hause nachgucken, den Begriff reinzubringen, dass Rechteinhaber gestärkt werden sollen. Ja, Rechteinhaber klingt erstmal toll. Rechteinhaber ist aber nicht der Urheber.
Rechteinhaber ist der Verlag, der nämlich die Rechte sich vom Urheber holt. Die Verlage werden also durch diese Charta maßgeblich gestärkt. Und wir haben gerade eine Leistungsschutzrechtdebatte in der EU. Tut mir leid, wenn ich jetzt detaillistisch werde, aber das ist die Charta und das ist eine der Interessen, die die Charta vertritt. Mein größtes Problem allerdings habe ich mit Artikel 5. Da geht es um Meinungsfreiheit. Dort könnte man jetzt wiederum an einem Text selbst diskutieren, aber dafür haben wir einfach nicht die Zeit, werden Konzerne, Facebook und Google sind die Hauptziele, verpflichtet, bestimmte Äußerungen zu verhindern. Und zwar Äußerungen, die den Ruf beeinträchtigen, gefährden könnten. So ungefähr ist der Wortlaut. Das klingt jetzt vielleicht auch gut, aber das zeigt den Charakter dieser Charta. Es geht nicht um Grundrechte, es geht um neue Pflichten. Die Charta verfolgt eine ganz, ganz vehemente, verfassungswidrige Idee, nämlich Grundrechte auf den Kopf zu stellen. Grundrechte sind grundsätzlich Abwehrrechte. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das ist nicht irgendwie die herrschende Meinung der Juristen. Das steht in Artikel 1 Absatz 3 des Grundgesetzes. Abwehrrechte gegen den Staat. Die Idee von vielen Chartisten ist jetzt, das muss man noch mal erweitern können. Klingt charmant, aber wenn Sie Grundrechte gleichzeitig zu Grundpflichten machen, dann muss einer entscheiden, was wiegt jetzt schwerer. Welche Pflichten gegen welche Rechte stechen durch? Sie machen den Staat unglaublich stark und die Konzerne zu Hilfsscheriffs und Handlangern des Staates. Das ist das Ziel der Charta. Die Charta sagt sogar in Artikel 1 Absatz 3, absurderweise derselbe wie im Grundgesetz, dass künftig Grundrechte private Konzerne binden sollen. Um Ihnen mal vor Augen zu führen, was das für ein Wechsel ist. Das Grundgesetz kann überhaupt nicht, wenn die Charta auch nur ansatzweise so kommt, wie sie jetzt ist, kann das Grundgesetz nicht angepasst werden. Dieser Artikel 1 Absatz 3 ist durch die Ewigkeitsklausel geschützt. Das ist so eine Art Sicherung für die Nichtjuristen, die die Väter des Grundgesetzes eingebaut haben, weil sie gesagt haben, okay, hier habt ihr euer Land und euer Grundgesetz, macht, was ihr wollt, aber von der Menschenwürde lasst ihr die Finger, von dem Rechtsstaatsprinzip lasst ihr die Finger und davon, dass die Grundrechte nur die Verwaltung und den Staat binden, lasst ihr die Finger. Das dürft ihr nicht ändern und das könnt ihr nicht ändern. Wenn also diese Charta kommen soll, müssen Sie nicht weniger als die Bundesrepublik Deutschland auflösen. Sie müssen eine verfassungsgebende Versammlung einberufen, den Pouvoir Constituant. Sie müssen dann dafür sorgen, dass es ein neues Grundgesetz gibt. Sie können das Ganze dann auch Schulzistan nennen, wenn Sie wollen. Sie haben dann einen neuen Staat. Und da können Sie das dann alles machen. Wenn Sie das nicht machen, geht das alles nicht. Es geht hier also nicht um Details, um Rechtsmeinung. Es geht übrigens auch nicht, wie die Charta gelegentlich, was ich auch sehr unredlich finde, auf die Kritik von der gesammelten Internetrechtlerschaft des Internets reagiert hat, gesagt hat, das sind Lobbyanwälte. Da wurde dann gesagt, ja, da kommen jetzt die Lobbyanwälte von Google. Also ich bin kein Lobbyanwalt von Google, wie man, glaube ich, unschwer in meiner Vita erkennen kann. Und meine Sorge ist einfach schlicht und ergreifend die Freiheit, die Verfassungsidentität, die mit dieser Charta auf unredliche Weise über Bord geworfen wird. Wenn ich jetzt also weiter diskutiere, mache ich das unter folgender Prämisse. Das sind Thesen von ein paar Prominenten. Ich möchte mich nämlich nicht daran beteiligen, diese Charta, die den Anker so weit in freiheitsfeindlichem Land gesetzt hat, in irgendeiner Weise zu unterstützen. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich jetzt ein bisschen zornig geworden bin, wie immer, wenn es auf dieses Thema kommt. Ich mache sowas sonst gerne im locker flockigen Ton. Aber wenn es um Verfassung, das Grundgesetz und die Freiheit geht, dann werde ich manchmal etwas angespannt. Vielen Dank. Gestapo-Vergleich dabei war. Habe ich auch noch nie gebracht übrigens. Also ist mir klar. Ich habe mich ein bisschen irritiert. Ich habe es nie gemacht. Können wir direkt weitermachen. Ja, die Rolle eines Politikers ist immer, dann auch einen Kompromiss zu formulieren und beide Positionen wieder zusammenzuführen. Eine Frage, die sich heute noch klären wird, ist, nennen wir es Charta oder Charta? Das wäre eine zentrale Frage, die... Das hat der Duden vor Jahren für uns geklärt. Ja, da bin ich glücklich drüber. Ich würde einfach ein paar Bemerkungen machen zur Einordnung und vielleicht auch als Diskussionsanreiz und als Impuls. Ich glaube, dass wir prinzipiell schon eine Diskussion darüber führen müssen, wie Grundrechtsprinzipien, ethische Werte, das, was uns als Werteverständnis in dieser Gesellschaft zusammenhält, im Zeitalter der Digitalisierung technologisch umgesetzt werden können. Insofern unterstütze ich diesen Prozess und freue mich auch, dass ein Impuls von zentraler Seite erzeugt worden ist, darüber zu sprechen. Ich habe mich auch im Internet als Unterstützer geoutet, dass ich mich freue, dass diese Debatte geführt wird, denn wir werden sie in jedem Fall führen müssen, weil wir vor gigantischen Umwälzungen stehen. Wenn man sich die Trends der nächsten 20 Jahre anschaut, dann laufen wir unweigerlich in Prozesse, die ich gerne in drei Kategorien beschreibe. Zum einen die Digitalisierung, die Vernetzung aller Lebensbereiche durch Informations- und Kommunikationstechnologie,
ihr alle wisst, worum es darum geht. Ich brauche da nicht weiter darauf einzugehen. Aber wir werden in eine weitere Sphäre hineinkommen, die ich Hybridisierung nenne. Nämlich wir werden uns damit auseinandersetzen müssen, gesellschaftlich, politisch. Wir werden uns der Frage stellen müssen, inwieweit oder das künstliche Intelligenz menschliche Arbeitskraft ersetzt. Wir werden Sphären haben, wo Automatisierung, Roboter bestimmte Funktionen übernehmen, und wir müssen deshalb darüber uns einig werden, welche Rolle Grundrechte, Werte und Prinzipien für uns eine Rolle spielen. Die Debatte, die jetzt geführt wird, ist vor diesem Hintergrund sehr wichtig, weil sie uns Sicherheit gibt und Orientierungsrahmen auch für die Gestaltung der Zukunft. Aber das Internet ist auch so etwas wie gesellschaftliche Teilhabe, so etwas wie Beteiligung und Partizipation. Ich hätte mir im Vorfeld sehr wohl gewünscht, dass über die Art und Weise, dass jetzt eine Diskussion, ein Impuls getätigt wird, breiter kommuniziert wird. Ich selber habe circa 10 Tage vor Veröffentlichung der Digitalcharta eine E-Mail bekommen mit dem Text und gesagt, das ist streng geheim, bitte kommuniziere es nicht, wir machen einen zentralen Input, das wird in vielen Zeitungen veröffentlicht werden, um eine breite gesellschaftliche Diskussion zu führen. Ich glaube aber, dass die Art und Weise der Kommunikation und des plötzlichen Erscheinens dieser Digitalcharta etwas unterirdisch ist. Das hätte man in der Kommunikationsleistung besser formulieren können. Ich habe auch mit der Digitalcharta selbst einige sprachliche und inhaltliche Probleme, die beim Lesen mir sehr schnell ins Auge gefallen sind. Ich glaube, dass die Digitalcharta in ihrer Gesamtheit zu negativ formuliert ist. Ich selber versuche überall in Beiträgen, in Vorträgen zu sagen, dass das Internet eine gute Sache ist, dass sie für gesellschaftlichen Fortschritt steht. Dass wir natürlich darauf achten müssen, dass Bürger- und Grundrechte erhalten bleiben, aber es gibt viele Möglichkeiten des Gewinns, beispielsweise Zugang zu Bildung, Qualifikation über Open University beispielsweise, ist ein Zugang, der letztendlich von Vorteil ist. Die Digitalcharta selber scheint mir in einigen Aspekten zu negativ zu sein. Zum anderen stellt sie bestehende Bürgerrechte und Grundrechte in Frage. Das muss man, glaube ich, auch als Leser und als Verfolger der Diskussionspunkte mit einbringen. Ich hätte mir gewünscht, dass etwas formuliert wird, was wir vor einigen Jahren auch in den USA gesehen haben. Es ist in den USA von einer Bürgerrechtsorganisation mit Namen EFF ein Papier auf den Weg gebracht worden. Grundsätze, Grundprinzipien für die Anwendung von Menschenrechten in der Kommunikationsüberwachung. Dort sind Tools beschrieben worden, wie Bürgerrechte, wie Grundrechte in der Kommunikationsüberwachung, welchen Stellenwert sie haben. Und ich glaube, wir müssen stärker die Diskussion darüber führen, wenn wir so ein Papier formulieren, wie die Tools aussehen, wie die Instrumente aussehen, dass unsere unaufgebbaren Prinzipien, die in den Grundrechtssystematik enthalten sind, erhalten bleiben. Und hierüber ist natürlich die Debatte zu führen. Als Politiker bin ich nicht der Oberbescheidwisser, sondern freue mich natürlich, dass jetzt die vielen Beiträge auch kommen werden. Ich freue mich auch über die Ankündigung, dass der Prozess der Partizipation, der Kommentierung nicht, wie im Internet steht, einmal Ende Januar vorbei ist, sondern dass man auch die Republika nutzt, auch Workshops dazu macht, um vielleicht Verbesserungen herbeizuführen. Ich möchte am Artikel 5 nur ein Beispiel nennen und das vergleichen mit einer Feststellung, die in der US-amerikanischen Cyberstrategie formuliert ist. Die Amerikaner haben sich nämlich zum Ziel gesetzt, den Zugang zu freier Meinungsäußerung zu gewährleisten. Nicht als solches das Recht auf freie Meinungsäußerung, sondern der Zugang zu freier Meinungsäußerung ist zu gewährleisten. Wir haben viele Initiativen gesehen, die im arabischen Frühling beispielsweise in Ägypten Modems zur Verfügung gestellt haben, damit Menschen aus Ägypten darüber berichten konnten, wie Demokratisierungsvorhaben, Bürgerproteste laufen. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe von Politik, Staat, Tools bereitzustellen, Verfahren bereitzustellen, dass wir Menschenrechte, Zugang zu freier Meinungsäußerung gewährleisten können. Insofern würde ich mir freuen, wenn mehr solche Instrumente auch benannt werden in der Charta, als dass wir letztendlich das wiederholen, was in den unaufgebbaren Grundprinzipien im Grundgesetz und anderen Verfassungsgrundsätzen niedergeschrieben ist. Das ist so als mein Impuls für diese Diskussion. Ich habe direkt eine Frage an Sie, dann können Sie direkt weiterreden. Ich würde nämlich gerne in Ihrem Bild bleiben. Ja. Ich würde mich gerne in Ihrem Bild bleiben. Sie haben von dem Boot gesprochen sozusagen, ja, und von der Schwimmweste und, ja, dem Fallschirm, dass sich das ergänzt. Ja. Jetzt ist ja ein Vorwurf dieser Charta, dass er sozusagen Grundrechte, wie zum Beispiel die Meinungsfreiheit, die es ja offline und online gibt,
gegeneinander stellt und so ein bisschen den Eindruck vermittelt, als ob sie in unterschiedlichen Orten unterschiedlich gelten. Was ist sozusagen, wenn sich, um in Ihrem Bild zu bleiben, die Schwimmweste mit dem Fallschirm verheddert und sich zum Schluss gegenseitig behindert? Sehen Sie den? Ich glaube, wir sind kurz davor, uns im Metapherngewirr zu verheddern. Ich möchte die Frage trotzdem beantworten, allerdings auf der Metaebene, indem ich, das ist vielleicht jetzt für die Leute hier und dort draußen an dem Bildschirm ungewohnt, indem ich auf die Argumente konkret eingehe. Erstmal freue ich mich sehr darüber, dass wir hier das größtmögliche Geschütz gleich am Anfang präsentiert bekommen haben, nämlich, dass es der Zeitstiftung und den Prominenten drumherum eigentlich um die Auflösung Deutschlands gehe. Das ist, ich zitiere, paraphrasiere das jetzt fast wörtlich. Man könnte über die Auflösung Deutschlands lange debattieren, aber ich glaube, es ist ein ganz anderes Thema. Ich würde das aber gerne trotzdem eine halbe Ebene, das ist ja unmittelbar vor Weltuntergang, eine halbe Ebene versuchen runterzustufen und deswegen eher auf die präzisen Argumente eingehen, abseits der Unterstellung, wie das die Zeitstiftung lange geplant jetzt eine Revolution verursacht, zusammen mit Martin Schulz. Der erste Punkt ist, dass diese Unterstellungen an sich meiner Meinung nach ein bisschen schwierig aufrechtzuerhalten sind, wenn man sich die Menschen anguckt, die da mit dabei sind. Ja, wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel jemand wie Frank Rieger oder Markus Beckedahl mit unterschrieben haben, oder auch ich, Menschen, die sehr lange schon sehr intensiv für etwas gekämpft haben, was man eine Freiheit in der Netzgesellschaft nennen muss und da auch eine gewisse Glaubwürdigkeit verlieren können. Das ist also ein Punkt, auch wenn man Jürgen Habermas unterstellt, dass er jetzt gerade Deutschland auflösen will, das ist auf einer Metaebene, wo ich nicht weiß, ob die wirklich zielführend ist. Wo ich gerne drüber reden möchte, ist nämlich genau dieser Punkt, wo das nicht mehr eine Unterstellung ist, was gesagt wurde, und zwar von beiden, sondern wo es ganz konkrete Kritikpunkte sind. Denn diese Kritikpunkte gibt es, und ich möchte sie nicht leugnen, sondern ganz im Gegenteil, ich möchte sie in vielen Punkten direkt unterstützen oder erklären. Zum Beispiel bin ich absolut und persönlich davon überzeugt, dass Artikel 5 Absatz 2, ich zitiere, digitale Hetze, Mobbing sowie Aktivitäten, die geeignet sind, den Ruf oder die Unversehrtheit einer Person ernsthaft zu gefährden, sind zu verhindern. Dass also dieser Satz, der in Artikel 5 steht, der meist diskutierte Satz der Charta, des Entwurfs der Charta, dass der absoluter Bullshit ist. Der ist Quark, der ist nicht klug, der ist doof, der ist gefährlich, gebe ich alles sofort zu. Die Problematik daran ist zum einen, dass so, wie soll ich das mal freundlich formulieren, gruppendynamische Prozesse so gewisse Eigenheiten haben und eine dieser Eigenheiten ist, dass man eine Blindheit gegenüber dem Text entwickelt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ihr seid ja total bescheuert, das sind irgendwie kluge Leute, die ein bisschen was gedacht haben, es sind Juristen dabei und dann überseht ihr sowas. Ich halte diesen Fehler, und aus meiner Sicht ist es ein Fehler, das zu übersehen, weil es eine Katastrophe ist, eine Zumutung. Das möchte ich nicht schönreden. Dieser, vor allem der Begriff verhindern, der schmeckt nach Vorzensur. Das kann man nicht leugnen. Dass der da drin ist, ist aber für mich gleichzeitig ein Symbol und führt auf die Methodik, um genau diese Charta zu etwas zu machen, was wirklich der Öffentlichkeit gehört. Denn wir sind uns irgendwann im Verlaufe des Prozesses, als wir diese Charta versucht haben, fassbar zu machen, mit einem konkreten Vorschlag zu formulieren. Irgendwann sind wir uns klar geworden, dass wir bis ins Jahr 2019 diskutieren können und dass wir den Punkt, wann das an die Öffentlichkeit soll, so früh wie möglich nach vorne verlegen müssen. Und da stand so ein bisschen prahlerisch 14 Monate drüber. Ich hatte dafür plädiert, das zu streichen. Das darf ich eigentlich gar nicht sagen, aber ist egal. Der Punkt, auf den es mir ankommt, ist, es ist tatsächlich so, dass es sich um einen Arbeitsentwurf handelt und das ist nicht etwas, was jetzt so zurückgerüdert sein soll, sondern viele Formulierungen, die missverständlich, doof oder gefährlich sind oder klingen, die sind deshalb noch drin, weil wir mitten im Prozess gemerkt haben, wir müssen jetzt die Öffentlichkeit mit einbeziehen. Und das war bei manchen der Wunsch, dass das früher kommt, bei manchen war der Wunsch, dass es ein bisschen später kommt. Wir haben uns dann so auf etwas in der Mitte, ein bisschen über ein Jahr geeignet. Und um gleich zu skizzieren, dass das keine hohlen Worte sind, kann ich hier auch ankündigen, dass wir in allernächster Zeit, nämlich im Verlaufe des März, eine Phase haben werden, wo man für jeden einzelnen Artikel, jeden einzelnen Satz Gegenvorschläge machen kann, die dann in die Beratung, wie das ganz am Ende vielleicht mal sein wird, mit einbezogen werden. Wenn also Herr Wiedewelt einen besseren Artikel 5 Absatz 2 mitbringt, dann ist er herzlich dazu eingeladen, den dort hineinzubringen.
Ich bin ziemlich sicher, dass wir da vergleichsweise schnell auf eine Ebene kommen, denn auch ich finde Artikel 5 Absatz 2 katastrophal bis schlimm. Unabhängig davon, dass der Sinn davon ganz offensichtlich natürlich dem Artikel 5 Absatz 1 widerspricht und ebenso der Absatz 3. Zwei Punkte, die Putin und Erdogan tendenziell nicht unterschreiben. Ich würde mal sagen, das ist, glaube ich, ein Punkt, wo Herr Dr. Wiedewelt Ihnen durchaus auch recht gibt. Ich würde jetzt vielleicht gerne ein bisschen auf die Argumente im Einzelnen eingehen. Ich mache es auch sehr kurz, wir haben sehr wenig Zeit. Zunächst einmal halte ich fest, Sie gestehen zu, dass da gefährliche Formulierungen drinstehen. Das finde ich sehr erfreulich. Und wir sehen hier gerade mit dieser Strichliste dort ganz interessanterweise, dass ich möchte einfach mal in den Raum stellen, wahrscheinlich die Hälfte der Ja-Sager fragen sich jetzt gerade, sage ich jetzt eigentlich wirklich Ja zu diesem Ding? So läuft diese ganze Debatte. Betonen Sie doch Anker, diesen. Darf ich ganz kurz zu Ende reden? Unbedingt. Der Anker liegt bereits und jetzt wird nur noch diskutiert, ob man ihn verschiebt. Das ist mein Problem mit dieser Charta. Das ist wirklich die Anker-Theorie. Können Sie sich angucken, wie das psychologisch funktioniert. Wenn man in einer Verhandlung einen Punkt setzt, dann kommt man nur von dort aus irgendwohin weiter und man kann nicht einen ganz anderen Kurs nehmen. Das Zweite ist Metaebene. Sie sprachen von Unterstellung. Nein, nein. Ich habe Artikel 1 der Charta und Artikel 1 des Grundgesetzes nebeneinander gelegt. Und wenn Sie das machen, dann kommen Sie zu der Schlussfolgerung, dass Sie das Grundgesetz abschaffen müssen. Entschuldigung, das ist jetzt nicht irgendwie eine Fantasie. Die Charta ist vielleicht insoweit eine Fantasie, aber das ist eine rechtliche, konkrete Schlussfolgerung, die übrigens Ihre Staatsrechtler, die Sie eingebunden hatten, die auf mich den Eindruck machen, dass Sie überhaupt nicht genau wüssten, was Sie da unterschrieben haben, ähnlich wie es bei Bernd Schlimmer vorhin durchklang, dass die Ihnen das bestätigen würden und sagen würden, oh ja, Mist, das ist schlecht. Das Dritte ist, die Öffentlichkeit einzubeziehen, haben Sie gesagt. Das ist ja wirklich ein kleines bisschen gönnerhaft, ehrlich gesagt. Was legitimiert denn eigentlich die Zeitstiftung und ein paar Prominente und Martin Schulz, der übrigens diese Roadmap, diese Schritte, die dort gemacht waren, die kommen aus seinem Büro. Die kommen von Martin Schulz. Ich habe das bislang noch nirgendwo aufgeschrieben, aber mir hat das Yvonne Hofstetter geschrieben. Die hat gesagt, ja, die Roadmap, die kannte Martin Schulz, das Büro nicht. Die haben sie entwickelt. Die kommt aus dem Martin Schulz Büro. Sie schütteln den Kopf. Das ist dann eine Unterstellung. Doch mal klar. Also, nein, das ist keine Unterstellung. Das ist eine Behauptung auf Basis der Hofstetter. Ja? Ja, ich möchte ganz gerne auch bei der Genese bleiben, weil ich diese Debatte so schwierig finde. Weil jetzt wird zurückgerudert und gesagt, wir diskutieren hier nur, das ist alles. Aber wo sind Sie denn? Wir haben ja jetzt können Sie das zurückrudern vielleicht ein bisschen greifbarer machen? Weil ich persönlich, ich kann jetzt nur in dem Kontext von mir ausgehen, was Frau Hofstetter sagt, sagt Frau Hofstetter, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen, der Punkt, den ich da machen möchte, ist, dass genau diese Form von Unterstellung, es sei geplant und wir wollen das unterhöhlen und der Artikel 1 muss unbedingt abgeschafft werden und die Staatsrechtler, die sind quasi da rein getrickst worden oder sind doof, die finde ich halt ein bisschen steil. Ich meine, man kann doch auch aus anderen Gründen gegen diese Charta sein, als aus Verschwörungstheoretisch. Ich habe gerade gesagt, das alles aus Martin Schulz. Moment, ich habe Ihnen gesagt, es ist verfassungswidrig. Das ist keine Unterstellung. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Die Frage der heutigen Veranstaltung ist, brauchen wir eine Digitalkarte? Ich würde vorschlagen, wir gehen wirklich zu dieser Frage zurück. Das hat bestimmt alles Berechtigung, was Sie sagen, genauso das, was Sie sagen. Aber ich glaube, die Leute möchten lieber über die Digitalkarte an sich diskutieren. Insofern, die Frage war ja gewesen, nach dem Artikel 5 Absatz 2, ob Sie den für genauso doof halten, sozusagen, wie Herr Lobe und ob Sie einen Gegenvorschlag hätten. Ja, sehen Sie aber genau, das ist doch das Problem. Jetzt soll ich die Charta verbessern, obwohl ich sage, dass sie von der Struktur her schlecht ist. Und dieses Argument mit den Grundrechten ist kein kleines. Ich lasse mir das auch nicht einfach so wegwischen. Das ist ein verfassungsrechtliches Argument und Artikel 5 ließe sich verbessern, indem man ihn einfach komplett streicht. Denn Artikel 5 Grundgesetz gilt schon jetzt im Internet. Aber damit die Charta sagen pflegt genau wieder, das haben wir ja schon alles. Und ich glaube nicht. Ja, aber die Charta pflegt diesen Sound, wir brauchen jetzt digitale Grundrechte. Damit macht sie den Leuten Angst. Herr Schlimmer, haben Sie einen Gegenvorschlag? Ja, mein Vorschlag war, dass man stärker auf vielleicht auf Instrumentarien setzt, auf Tools setzt, die letztendlich die Verwirklichung von Grundrechten, Bürgerrechten in der Digitalisierung besser beschreiben. Ich habe das gerade versucht am Beispiel. Mit der Piratenpartei, ne? Die Piratenpartei war eine der besten Ideen, der ich gefolgt bin, weil sie nämlich eins erreicht hat. Sie hat letztendlich die Digitalagenda der Bundesregierung mit provoziert. Sie hat das Thema der Digitalpolitik erstmalig auf die öffentliche Agenda gesetzt. Insofern glaube ich schon, dass die Piratenpartei in politikwissenschaftlicher oder politikhistorischer Perspektive eine gewisse Rolle spielt. Aber ich bin nicht hier, um für die Piratenpartei zu sprechen. Ich glaube, ich habe es versucht, an dem Papier von EFF zu beschreiben. Der Zugang zu freier Meinungsäußerung ist zu gewährleisten. Das ist politische Aufgabe, wenn man Bürgerrechte, Grundrechte erhalten möchte. Dem stimme ich übrigens zu. Das ist eine der größten Herausforderungen von Politik, von Außenpolitik in der Zukunft. Wie können wir zum Beispiel das Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit,
Religionsfreiheit und andere Grundprinzipien, die sowieso auch, ob nun analog oder digital, fortbestehen werden, wie können wir diese gewährleisten? Welche Aufgaben hat Politik, Staat, welche Aufgaben hat die EU, internationale Bünde? Und Sie müssen den Zugang zu freier Meinungsäußerung sicherstellen. Dass man vielleicht dort ansetzt und sagt, Meinungsfreiheit wird dann verwirklicht in der Digitalisierung, wenn Zugänge, und zwar diskriminierungsfreie Zugänge, da sind wir beim Thema Netzneutralität beispielsweise, wenn das auch niedergeschrieben wird, damit Menschen, Politiker auch einen Handlungsrahmen bekommen, der ihnen Sicherheit gibt, wie Menschenrechte, Bürgerrechte in Zukunft auch funktionieren können. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel aus meinem Impuls. Großartig, das hätte fast ich formulieren können, aber dann hätte Herr Wiedewild auch nicht genickt, denn ein ganz wesentlicher Punkt aus seiner Gegenwart. Das unterstellen Sie aber. Ja, aber ich habe da anekdotische Evidenz dafür, dass es so gekommen wäre. Denn ein ganz wesentlicher Punkt aus seiner Eingangsgegenrede war ja, dass wir jetzt Grundrechte gegenüber Privaten, das ist übrigens Artikel 1 Absatz 3, Grundrechte gegenüber Privaten einforderbar machen. Ja? Sie haben gesagt, das ist ein ganz schlimmer Anker in freiheitsfeindliches Gebiet. Und ich behaupte natürlich das Gegenteil. Und das hat Herr Schlömer gerade, ich darf ihn Bernd nennen, ganz präzise ausformuliert, indem er hingewiesen hat auf die Netzneutralität. Was ist Netzneutralität? Wenn er wirklich sagt, und das hat er ja gerade, Grundrechte sind auch ein diskriminierungsfreier Zugang, dann ist das definitiv, weil dieser Zugang durch privatwirtschaftliche Unternehmen gegeben wird, ein Grundrecht, was man geltend machen können muss gegenüber Privaten. Wir sind also mitten in der spannenden Debatte, die in meinen Augen auch der eigentliche Kern der Debatte ist. Über alle möglichen Formulierungen kann man reden und debattieren, man kann sie gefährlich finden, doof oder klug oder was auch immer oder alles gleichzeitig. Aber der Kern von dem, was wir hier vorschlagen, die Essenz davon ist, dass wir mit der digitalen Vernetzung in eine Epoche, und ich bin jetzt auch mit großen Geschützen unterwegs, in eine Epoche gekommen sind, wo privatwirtschaftliche Unternehmen mit den öffentlichen Raum gestalten, dort, wo Grundrechte massiv wirksam sein müssen. Und aus meiner Perspektive ist zum Beispiel Stichwort Netzneutralität eben etwas als Grundrecht zu formulieren, das auch gegenüber einer Telekom einklagbar ist. Aus meiner Sicht ist natürlich, wenn man von Zensur spricht, nicht nur die klassisch staatliche Schutzdefinition wirksam, dass man nicht vom Staat zensiert werden darf, eine Zensur findet nicht statt, sondern natürlich ist ab einer gewissen Größe von Facebook oder Google auch ein Recht, dort nicht zensiert zu werden, ein gesellschaftliches Grundrecht. Und genau darum geht es mir und eben auch dieser Charta. Wir sind mit der digitalen Sphäre in einem Raum, den in der Sekunde, wo wir ihn betreten, komplett privatwirtschaftlich organisiert ist. Die Öffentlichkeit findet im Digitalen privatwirtschaftlich statt. Und das heißt, alle Grundrechte, die wir als Gesellschaft erhalten möchten, die müssen auch unmittelbar und eben nicht nur mittelbar gegenüber privatwirtschaftlichen Unternehmen einklagbar sein. Und das ist der eine Punkt, deswegen steht da übrigens auch in Artikel 1, das ist der eine Punkt, der für mich die Existenz der Charta rechtfertigt. Und der Rest ist, da bin ich total offen, Verhandlungssache. Das soll die Demokratie in einer offenen Debatte nicht nur zusammenwürfeln, die einzelnen Formulierungen, da sind wir auch noch auf Expertenwissen in Details definitiv angewiesen, sondern am Ende auch abstimmbar machen in Form einer demokratischen Legitimierung. Denn das ist auch richtig, die fehlt uns bis jetzt. Ich glaube aber, dass wir sie uns nicht angemaßt haben. Ich muss mal eine Nachfrage stellen, auch bezogen ist natürlich auf einen Grundrechtsartikel, der allen bekannt ist, die Glaubens- oder Religionsfreiheit. Wenn ich jetzt das, was du gesagt hast, jetzt mal auf Religionsfreiheit übertrage, glaubst du, dass man von Religionen einfordern kann, dass sie sich an das Grundgesetz, an die Grundrechte halten? Das ist ja eine Diskussion, die parallel auch geführt wird. Das ist eine vergleichsweise mutige Frage. Also die Universalität des Grundgesetzes, die würde, glaube ich, hier in diesem Raum niemand ernsthaft bestreiten wollen. Deswegen ist überhaupt nicht die Frage, ob man da einzelne Interessengruppen rausziehen kann. Das ist für mich keine legitime Frage. Das ist für mich eine Abwägungsfrage im Einzelfall, weil da die Religionsfreiheit drinsteht, aber natürlich auch bestimmte Freiheitsrechte des Einzelnen. Und da gibt es seit vielen Jahrhunderten immer wieder einen Clash,
genau in diesem Kontext. Aber aus meiner Perspektive ist, da gibt es da auch nichts abzuschaffen, so wie hier eben so ein bisschen sehr fantasievoll, aber aus der Emotion heraus völlig legitim. Vielleicht bleiben wir nochmal bei dieser grundsätzlichen Frage. Na klar, genau, diese unmittelbare Drittwirkung, wie Juristen es immer nennen, also die Frage, dass eigentlich Grundrechte dem Staat gegenüber gelten, jetzt aber auch den Privaten. Muss man sowas heutzutage machen? Also die Hauptakteure, die auch schon staatenähnlich genannt werden, wurden schon heute benannt. Ja. Muss man sowas heutzutage machen? Oder? Nein, also meiner Ansicht nach muss man das genau gerade nicht machen. Ich möchte jetzt wirklich genau versuchen, präzise auf diese Frage zu antworten. Also Emotionalität, weiß ich nicht, ob man mit solchen Argumenten und Unterstellungen jetzt weiterkommt. Ich habe selbst von wütend gesprochen, da dachte ich... Ich hab gerade eben, glaube ich, ungefähr viermal gesagt, dass das sich nicht eine Fantasie ist, sondern dass das, was Sie vorschlagen, und das ist ja nicht Netzneutralität. Ich bin ein großer Fan der Netzneutralität, bin sogar dafür, dass man da eine Regelung finden muss, diskriminierungsfreier Zugang zu Internet- und Kommunikationsnetzen. Ja, das ist ein valides Argument. Darüber Artikel kann man 16, sprechen. Netzneutralität. Da kann man, schon, was wir vorschlagen. Da kann man drüber sprechen. Aber ich rede von Artikel 1 Absatz 3. Sie wollen die Grundrechte komplett umkehren und Private verpflichten. Und das war ja gerade Ihre Frage. Noch einmal, ich weiß, das ist ein subtiles Argument. Das klingt jetzt nach, oh, die Juristen haben da jetzt Bedenken. Nochmal, das ist in unserer Verfassung in Artikel 1 Absatz 3 für die Ewigkeit, dank Artikel 79 dieser Ewigkeitsklausel, festgeschrieben. Das heißt, wenn Sie jetzt wirklich glauben, das brauchen wir nicht, dann müssen Sie tatsächlich großes Geschütz auffahren. Ganz kurz noch, die Charta macht ja den Grundsatz. Wenn Sie Artikel 1 Absatz 3 nehmen, da steht ja nun grundsätzlich drin, diese Grundrechte sollen alle auch Private gelten. Binden. Und das ist mein Problem. Das ist ein enormer verfassungsrechtlicher Wechsel und er ist freiheitsfeindlich, weil er den Bewegungsspielraum einer jeden Person, eines jeden Unternehmers, aber auch eines Nutzers erheblich einschränkt und dem Staat große Befugnisse einräumt. Ich weiß, Sie halten das irgendwie für Jura-Mambo-Jumbo, aber wenn Sie eine Verfassung machen, da sind wir wieder beim Ausgangspunkt, dann muss man sich schon ehrlich machen und sich überlegen, wollen wir dann vielleicht auch ein bisschen juristisch arbeiten. Aber Sie haben doch selber so ein paar Details, ich habe Sie nicken sehen, ganz heimlich, das konnte man vielleicht im Publikum nicht sehen, aber bei Teilen meiner Argumentation habe ich Sie nicken sehen, kann auch eine Unterstellung sein, aber die Essenz, die habe ich doch benannt. Es geht tatsächlich im Kern darum, und zwar auch den meisten, die dafür oder dagegen sind, kann man Grundrechte einfordern gegenüber privaten Strukturen? Und ich spreche jetzt mal bewusst gegenüber Privaten. Wir können natürlich und wir müssen auch feststellen, was bedeutet denn Privaten? Ja? Bis in welche Tiefe geht das? Darf ich jetzt irgendwie bei Peter im Blog gegen ihn vor dem Verfassungsgericht klagen, weil er meinen Kommentar nicht veröffentlicht hat? Tendenziell eher nicht. Darf ich aber vielleicht gegen Facebook klagen, wenn die mir verbieten, ein neues Profil aufzumachen? Vielleicht ist das irgendwann schon sinnvoll. Insofern ist aus meiner Perspektive die Feindiskussion nicht, ob wir die Verfassung abschaffen wollen, weil das möchte niemand. Da sind Staatsrechtler dabei, die würden sich eher den linken Finger abschneiden, als die Verfassung auch nur entfernt anzutasten. Doppelt nicht den Artikel 1. Und ich glaube nicht, dass die alle doof sind oder gekauft oder von der Zeitstiftung somit als Handpuppe dann formuliert worden. Die haben ja freiwillig unterschrieben. Ich glaube eher, dass genau diese Debatte die Essenz ist. Wie schaffen wir es, dass solche riesigen Konzerne, ich bin nicht gegen die Digitalkonzerne, ja, ich möchte nicht wissen, wie schlimm das Internet ohne Google aussehe, das muss man mal offen sagen, aber wie schaffen wir es, die riesige Macht solcher Konzerne, die in bestimmten Bereichen bis hin zu einer Präsidentschaft ganz offensichtlich mit beeinflussen können, also die demokratischen Funktionen mit beeinflussen können. Wie schaffen wir es, diese Konzerne dazu zu bringen, eher dem Primat der Politik, will sagen, dem Primat der Demokratie zu gehorchen, als den eigenen AGB? Und diese Frage, die zentrale Frage, darüber können wir stundenlang diskutieren. Und da ist, glaube ich, genau diese Charta ein Entwurf. Und da anhand dessen können wir diskutieren über jeden einzelnen Artikel. Eigentlich sollen ja sozusagen die Grundrechte für die Privaten unter Privaten durch Gesetze durchgesetzt werden. Also zum Beispiel Strafgesetze, ich darf niemanden beleidigen, auch wenn ich damit meine Meinung ausdrücke, vieles andere mehr. Wenn Sie sagen, dass das bis dato nicht der Fall ist, ist es dann vielleicht mehr ein Durchsetzungsproblem der Legislative? Ja. Was ist eine Frage an mich oder ihn oder an den Schlömer, der hat so wenig gesagt. Herr Schlömer wollte auch gerade reinbringen. Ja, also ich hab mit dieser Formulierung in diesem einen Paragraphen, dem Artikel, der genannt wird, auch so meine Probleme, weil ich für mich im Privaten, ich bin auch eine Privatperson, ich bin eine natürliche Person, es gibt natürliche und juristische Personen im Privaten, für mich schon das Recht in Anspruch nehme, beispielsweise, wenn ich jetzt mal wieder die Religionsfreiheit nehme, an Dinge zu glauben, die nicht unbedingt mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Ich bekenne mich dazu, diese Dinge nicht zu verwirklichen. So
insofern nehme ich mein Bürgerrecht schon gerne in Gebrauch, Glaubensfreiheit zu praktizieren, und würde mich auch dagegen verwehren, dass Grundrechte gegenüber, also im Privaten, auch eingefordert und durchgesetzt werden, wenn ich jetzt mich als natürliche Person beschreibe. Ich glaube, dass ein Webfehler der Charta darin besteht, und da wiederhole ich mich, was ich auch im Impuls gesagt hat, dass man bestimmte Grundrechtsprinzipien aufführt und sie vermischt mit Instrumenten wie, oder Tools wie Netzneutralität. Dass man vielleicht stärker auf Grundprinzipien... Kein Tool. Netzneutralität ist kein Tool. Auf Instrumentarium etwas durchzusetzen, Ziele zu erreichen. Was muss ich tun, um Bürgerrechte, Grundrechte zu gewährleisten? Dass man sich auf diese Grundsätze, Grundprinzipien versteht für die Anwendung von europäischen Grundrechtsprinzipien in der Digitalisierung. Dass man dort die Sphären richtig formuliert und dann auch eine Korrektur, die ja auch gewollt ist durch die Debatte, auch herbeiführt. Ich glaube, dann fällt es vielen auch viel, viel leichter, der Initiative zuzustimmen. Jetzt schwebt man so in einer Grundrechtsdiskussion, weil einzelne Grundrechtsparagraphen diskutiert werden, dann aber wieder bestimmte Dinge wie Algorithmen, Profiling, die letztendlich in einer Ziel-Mittel-Kette liegen und nicht unbedingt Grundrechtsniveau haben. Da ist noch ein bisschen auszutarieren, und ich hoffe, dass die weitere Diskussion auch dazu führt, dass wir Grundsätze, Grundprinzipien haben für die Anwendung von Bürgerrechten. Das brauchen wir Bürger, Bürgerinnen, das braucht die Politik, das braucht Staat, um letztendlich Sicherheit zu haben. Das sind auch die Sachen, die drin stehen: Anonymität, Netzneutralität, Recht auf Verschlüsselung. Absolut. Und da vielleicht nochmal anknüpfend an einen sehr wichtigen Punkt, den Bernd Schlömer vorhin gesagt hat, nämlich, dass sie noch recht negativ formuliert ist. Natürlich ist, wenn man, sagen wir mal, 40, 45 Leute am Anfang zusammensperrt und dann kommen irgendwann nur noch 25 oder so, solche gruppendynamischen Prozesse sind ja ganz normal, aber natürlich sind da sehr unterschiedliche Menschen dabei und natürlich sind da eher Menschen dabei, die nicht digital sozialisiert worden sind. Ja? Das ist also, das gilt übrigens für den Rest der Gesellschaft auch, es ist also, wenn man die Mitte nimmt, was in vielen Punkten passiert ist, etwas, was eher so eine Skepsis der Digitalität gegenüber formuliert. Eine Haltung, die jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich oder sagen wir mal Johnny Häusler, der auch dabei ist, nur eingegrenzt. Ich habe meine Frau auf Twitter kennengelernt, wie kann ich da Twitter doof finden? Also der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Ich hoffe sehr, dass im Verlauf der Debatte und bei dem Vorschlagswesen, was wir im März konkret vorstellen möchten, dass da auch neue Artikelvorschläge kommen, die ganz explizit positiv sind. Einen habe ich schon mitgebracht, ein junger Mann namens Michael Seemann, Kulturwissenschaftler und Internetkritiker, hat den Vorschlag gemacht, dass das Recht auf Access mit hineinzunehmen. Also einen Paragraphen reinzumachen, wo drin steht, jeder Mensch hat das Recht, ins Internet zu gehen. Punkt. Finde ich einen total tollen Vorschlag, wie man den konkret ausformuliert. Das ist eine zweite Sache, aber ich würde mich sehr freuen und ich würde es massiv unterstützen und ich würde mich weinend auf den Boden werfen und schreien, damit dieser Artikel mit aufgenommen wird in eine zukünftige Charta. Das heißt, es ist eben nicht in Stein gemeißelt, es gibt noch eine nächste und eine übernächste und irgendwie eine weiterführende Ebene, die wir alle zusammen diskutieren können und eben auch sollen, nochmal zu diesem Punkt. Also sehen Sie genau Sie das? Ich würde eine Nachfrage stellen zum Titel. Ist es denn möglich, dass man auch dieses, dass es ein Papier der Europäischen Union ist, dass man das einfach aufgibt? Das wirkt so ein bisschen wie Martin-Schulz-Papier. Das ist ja kein Papier der Europäischen Union. Also ich meine, ich habe es persönlich mit eigenen Fingern ungefähr 17 Mal auf die Seite geschrieben, weil Martin Schulz dabei ist, heißt das nicht, beziehungsweise dabei war, ich weiß gar nicht, wie sprechfähig das ist, dass er natürlich dann eine andere Position zu der Charta einnehmen muss, wenn er Kanzlerkandidat geworden ist. Aber natürlich, nur weil er da dabei ist, heißt das ja nicht zwingend, dass es von der Europäischen Union als Papier da ist. Ich meine, so funktioniert das beim besten Willen nicht. Und das wissen alle, die sich mit der EU und den Strukturen dort beschäftigt haben, auch ganz genau. Nicken Sie dazu? Genau, dazu noch eine Anwendung. Das, was Sascha Lobo vorhin gesagt hat, das meinte ich mit zurückrudern. Ja, wir machen eine Charta und dann, oh ja, das war ein bisschen kompliziert und die Gruppendynamik und so. Ja, ja, ich kann schon verstehen, dass es schwierig ist, so sehr unterschiedliche Charaktere in einen Raum zu pferchen und dann mit einer Charta am Ende rauszukommen, die auch was taugt. Das verstehe ich. Der zweite Punkt, jetzt was die Entwicklung der Charta und Martin Schulz angeht. Ich meine, wir haben jetzt
diesen Anker ja gelegt. Und ich fand die Punkte von Bernd Schlimmer übrigens sehr, sehr gut, über Tools nachzudenken. Es gibt gerade ein Buch, was erscheint, den Namen des Autors leider vergessen, der argumentiert zum Beispiel gerade mit diesem Zugang zu Daten. Das finde ich einen wunderbaren Ansatz. Es gibt Denkschulen, die davon ausgehen, dass man eigentlich Herr seiner Daten sozusagen sein sollte, also die Daten absaugen können muss und dann sie nur zur Verfügung stellt, einzelnen Leuten, damit sie dann sozusagen einzelnen Diensten, damit man da Berechnungen mit ausführen kann, aber ansonsten die Daten wieder zu sich zurückholt. Das sind innovative, interessante Ansätze und dieses Zugangsrecht ist dafür ein ganz wichtiges Tool. Auch das Transportrecht, dass man also seine Daten bei Google rausziehen kann und sagen kann, ich will sie jetzt woanders hinpacken, was bei Google ja übrigens geht. Ehrlich gesagt überrascht mich das dramatisch, weil Sie ja vorher irgendwie die Juristerei hochgehalten haben und es gibt ja nun wirklich nichts, was so sehr auf Abstraktion bedacht ist, wie das Juristische insgesamt, also das Rechtliche. Das ist ja quasi in Worte gegossene gesellschaftliche Abstraktion, was dort ganz absichtlich stattfindet. Aber Tools sind nun das Gegenteil von Abstraktion. Tools sind ganz konkrete Mechaniken und die haben immer und grundsätzlich den Nachteil, dass sie technizistisch sind. Es ist eben einfach nicht so, dass man soziale Probleme mit technischen Mitteln grundsätzlich lösen kann. Es ist nicht so, das ist einer Verfahrensfehler der Piratenpartei übrigens gewesen, ohne dass ich dir den ankreiden möchte, wirklich nicht, aber einer der Verfahrensfehler der Nerds, die sich zur Piratenpartei zusammengefunden haben, war zu glauben, dass man mit dem richtigen Tool endlich digitale Demokratie hinbekommt. Und das ist falsch. Man braucht Konzepte, man braucht Haltung, man braucht natürlich auch eine, ich würde mal sagen, übergeordnete Ideologie einer liberalen Demokratie. Ja, ich scheue mich nicht vor dem Wort Ideologie in diesem Kontext, aber ich glaube, man braucht vor allem eine Debatte. Und genau diese Debatte, die mündet irgendwann in etwas, was man vielleicht Metatool nennen könnte. Weil für jeden Artikel das richtige Tool rauszufinden, bis man das hat, und bis es funktioniert, ist die Technologie, für die man es braucht, schon wieder veraltet. Also Entschuldigung, aber... Ja. Mir geht es nicht darum, jetzt Tools... Gesetze? Nein, ich war schon immer der Überzeugung, dass Technik keine sozialen Probleme löst. Das habe ich auch immer deutlich gesagt früher. Das hast du mit deinen Tool-Vorschlägen aber immer eben sehr geschickt verborgen, dieser Haltung. Ja, aber ich will jetzt mal ein Beispiel für Tools nennen. Ein Tool, ein Prinzip wäre Rechtsstaatlichkeit. Die Gewährleistung von Rechtsstaatlichkeit bei Überwachungsmechanismen, bei Überwachungsverfahren. Ein weiteres Tool wäre, Menschen darüber zu informieren, wenn sie überwacht werden vorher. Das wäre ein Prinzip der Beteiligung, der Partizipation in der Digitalisierung. Dass man solche Formulierungen wählt, nicht technologische, technokratische Tools, die, da gebe ich dir recht, an dieser Stelle nicht zur Lösung gesellschaftlicher Probleme beitragen, sondern es geht darum, Prinzipien zu formulieren, wie ein Zugang, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, dass man diese Sphäre eher formuliert, als dass man Grundrechte im Grunde wiederholt und dann eine eigene Grundrechtscharta streut. Und jetzt muss ich nochmal den machen, mit der dann Jan-Philipp Albrecht und Martin Schulz bedeutungsschwanger durch Europa ziehen. Das würde ich so nicht begrüßen. Wenn Sie einverstanden sind, haben wir ein paar Fragen rausgesucht, die wir über Twitter reinbekommen haben. Unbedingt. Beziehungsweise Publikumsfragen. Und eine Frage von Video to Voice war, welche Rolle spielt Barrierefreiheit? Eine große Artikel 19 heißt ja besonders schutzbedürftige Personen. Wir haben versucht, das zusammenzufassen, um da möglichst dem diskriminierungsfrei zu argumentieren. Und dort steht, dass die Teilhabe an der digitalen Welt von diesen besonders schutzbedürftigen Personen zu fördern ist. Das ist eben, was wie ganz deutlich wird, auch einer der Ansätze dieser Charta. Man muss immer ganz genau wissen, ab welchem Punkt wird man diffus und wo wird man konkret. Und auch das ist keinesfalls immer gelungen, im Gegenteil. Ich glaube eher, das ist das, wo wir noch die Hilfestellung von der Öffentlichkeit und auch Experten aus der Öffentlichkeit brauchen, die sich bei so einem Prozess beteiligen. Denn es ist ja auch klar, dass eine solche Gruppe von Leuten, wo es manche gibt, die ein bisschen stärker gearbeitet haben und manche, die sie eher so sphärisch eingebracht haben, dass eine solche Gruppe von Leuten nicht bei 23 Artikeln in 23 verschiedene Fachdiskurse bis in die Tiefe reinkommen kann. Ich möchte mich also nochmal gegen die Unterstellung wehren, das sei alles ein abgekartertes Spiel, sehr lustiges Wortspiel, habe ich mir ausgedacht hier für die Veranstaltung, ein abgekartertes Spiel gewesen. Da möchte ich mich dagegen wehren. Es war von Anfang an aus meiner Perspektive geplant, die Öffentlichkeit sehr intensiv mit einzubeziehen. Denn es ist eine Demokratiefrage. Es muss uns aber fordern. Es ist also ein aktives Recht, was die Leute fördern. Ist zu fördern. Ich finde Artikel 19 gar nicht schlecht.
Ist auch praktisch, wie viele Menschen... Man muss dazu wissen, dass er Wiedewild hat ja unser persönliches Digitalkater-Watchblog betrieben, und zwar noch bevor die Digitalkater existierte, weil er die geleakt hat und daraus natürlich auch eine Gegenposition hat, wo er nicht mehr zurück kann. Auch insofern empfinde ich es als sehr freundlich, dass hier Teile der Digitalkater selbst bei den ärgsten Kritikern jetzt schon als durchgegangen bezeichnet werden. Ich habe ihn den Elfmeter hingelegt, aber ich finde, ein Teilerfolg. Etwas eleganter verwirklichen können. Praktischen Erleben aus meiner Vergangenheit bei einer Bürgerrechtsorganisation, die nicht Spiegel Online heißt, berichten, dass natürlich viele Menschen mit Beeinträchtigung auch dadurch über das Internet beteiligt wurden. Insofern ist Barrierefreiheit eines der auch eine zentralen Prinzipien, die aus meiner Sicht auf jeden Fall auch Eingang finden sollten in einen solchen Katalog, wie man ihn auch immer dann bezeichnet. Das ist übrigens einer der sehr wichtigen positiven Bereiche, die auch in der Charta zu wenig abgebildet sind, für meinen Geschmack. Die Zahl und die Intensität der Stimmen diejenigen, die über Jahrzehnte in der Öffentlichkeit marginalisiert worden sind, zum Beispiel behinderte Menschen, ja, autistische Menschen, die Zahl derjenigen, die da anfangen, selber im und mit dem Netz aktiv zu werden und die rechte Diskussion voranzutreiben, die ist nicht nur sehr groß, sondern die ist auch wahnsinnig erfreulich und die zeigt, wie dringend notwendig es ist, da einen neuen Debattenraum zu erstellen. Der wirkt auf alle gesellschaftlichen Bereiche. Er hat genickt. Haben Sie es gesehen? Er hat genickt. Das ist doch schön, wenn man so diskussionen auch zusammenkommt. Ja, genau. Darauf habe ich jetzt gewartet. Nur weil ich sage, Artikel 19 ist okay, ändert sich nichts an meiner grundlegenden Haltung. Gibt es andere Artikel, die Sie gut finden in der Charta? Ach Gott. Ehrlich gesagt, müsste ich jetzt durchgucken und mir den einzelnen angucken. Recht auf Verschlüsselung. Recht auf Verschlüsselung finde ich sehr wichtig. Das wäre doch eines der Tools, die auch Herr Schlimmer vorgeschlagen hat. Recht auf Verschlüsselung ist übrigens auch ein echtes Grundrecht. Also das ist etwas, worunter sich man zumindest etwas vorstellen kann. Auch das ist sicherlich, da sind wir jetzt wirklich bei juristischen Feinheiten, wo man sich überlegen muss, okay, was heißt denn das jetzt ganz konkret und wie kann ich das durchsetzen im Einzelnen? Aber dass grundsätzlich wir vielleicht mal ein Grundrecht brauchen, was verhindert, dass Staaten nach Verschlüsselung greifen und Verschlüsselung schwächen wollen, ja natürlich, das ist ein gutes Argument. Artikel 12 und Artikel 19, nach 3 Stunden sind Sie... Ich hab niemals gesagt, dass ich die Charta, jeden Aspekt der Charta bescheuert finde. Ich habe vorhin gesagt, ich diskutiere diese Charta jetzt unter der Prämisse, dass das Promi-Thesen sind. Und auch Promis haben mit ihren Thesen ab und zu mal recht. Das will ich überhaupt nicht, das ist von Anfang an meine Auffassung gewesen. Ich lehne es ab, das ganze Charta zu nennen und aus gutem Gedanken oder aus Mitläuferschaft oder zu wenig Ahnung von Staatsrecht Verfassungsprinzipien über Bord zu kippen, die uns allen ein freiheitliches Zusammenleben ermöglichen. Wir haben noch eine fast philosophische Frage. Könnte man das Internet zur Staatsaufgabe machen, beziehungsweise sollte man das? Wenn man unbedingt in Richtung Putin und Erdogan gehen möchte, dann wäre das eine fantastische Empfehlung. Ein staatliches Internet, wie es in Nordkorea ja heute schon gefertigt wird, einzurichten. Also da wäre ich begeisterter. Nee, das ist aus meiner Sicht total grauenvoll, ganz ehrlich. Das kann nicht der Sinn der Sache sein. Aber danke für die Frage. Der Staat hat im Grunde zu gewährleisten, dass ein offenes, auf Selbstorganisation beruhendes Internet für alle diskriminierungsfrei zur Verfügung stellt. Das ist die Gewährleistung, eine Gewährleistungsaufgabe des Staates, aber nicht Staatsaufgabe. Sondern mit vielen Abwehrrechten. Pluralität, Diskriminierungsfreiheit. Ja. Darf ich die vielen Pro-Argumente von Ihnen beiden vielleicht auf die Seite von der Digitalcharta stellen? Da sind bessere dabei, als ich sie mir ausgedacht habe. Also als Politiker soll man nicht sofort vorschnell mit unterstützen. Das ist ja auch eine zivilgesellschaftliche Aufgabe. Aber würdest du? Falls das wirklich nochmal nötig ist, dass Sie es noch einmal sagen, dann sage ich es auch noch einmal. Nein, ich möchte mich daran nicht beteiligen. Tut mir leid. Es mag jetzt für manche vielleicht miesepetrig wirken, aber wir können gerne daraus... Ich sage Ihnen, was ich toll finde, einen konstruktiven Vorschlag. Nennen Sie das ganze Thesenpapier und sagen Sie, das ist das EU-Thesenpapier und nehme ich sofort an Bord. Dann diskutiere ich rauf und runter mit, ich mache Vorschläge, ich redigiere in die Artikel, setze noch mal 3-4 weitere Artikel ein, bin ich voll dabei. Aber ich bin Admin von der WordPress-Installation auf Digitalkarte.eu. Ich kann das in 45 Sekunden machen, da einfach Thesenpapier drüber zu schreiben. Aber ich würde es für 24 Stunden tun, wenn Sie sich beteiligen. Wie wäre das?
Wenn die Charta dann komplett als Thesenpapier umbenannt wird, sofort? Sie ist ein Thesenpapier, weil sie keine amtliche Funktion hat. Um den Namen des Thesen. Insofern sind wir jetzt schon nach Artikel 19, Artikel 12 Zustimmung, bei Artikel 1 sehe ich noch leichte Dissonanzen, aber sind wir jetzt schon bei der Namensfindung. Fast fühlt es sich an, als wären wir werdende Eltern, die jetzt über die letzten Details, aber ich möchte Ihnen da nicht zu nahe treten. Was wäre dann zum Beispiel, wenn man jetzt das ganze Thesenpapier nennt, wenn man das Ganze diskutiert, die Karte oder die Thesen weiterentwickelt und zum Schluss gäbe es die Möglichkeit für Unternehmen, das als Selbstverpflichtung zu machen. Das ist eine ganz ketzerische Frage. Was ist denn jetzt der wörtliche Unterschied zwischen der Formulierung, die wir gewählt haben, Entwurf einer Digitalkarte, die von Anfang an überall drin steht, inklusive der Zeitungsanzeigen, und Thesenpapier? Darf ich kurz zeigen, was der Unterschied ist? Der Unterschied ist folgendes. Im Bewusstsein, dass in Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet und so weiter und so fort, fest entschlossen Grundrechte und so weiter zu schützen. Auf diese Weise das Digitale erkennt die Union nachstehend aufgeführten Rechte, Freiheiten und Grundsätze an. Artikel 1 Würde. Das ist der Unterschied. Genau. Ein Thesenpapier macht halt nicht so einen großen Knall. Ja, drüber steht einen Vorschlag für eine Digitalkarte. Und Beta, steht auch drüber, seit wann den Vorschlag noch deutlicher. Also seit Tag 2, weil wir gemerkt haben, dass Vorschlag zu schwach war, ganz offensichtlich. Lass mich nicht zurückrudern. Ich würde es präzisieren nennen, weil Vorschlag stand ja schon da. Und Vorschlag und These, also wir sind schon fast beim Vornamen des Babys gemeinsamerweise. Ja, ich das möchte ist niemand doch schon mal sehr schön. Aber für wie mich ist ja, jetzt für die Idee, so. Wenn man das Ganze zum Schluss weiter diskutiert und als Selbstverpflichtung für Unternehmen nimmt? Also Facebook sagt zum Schluss, wir verpflichten uns, diese Thesen, diese Charta, wie auch immer es zum Schluss heißt, einzuhalten. Google sagt, wir finden es gut, wir halten es ein. Ohne dass es ein feststehendes Also diese bitte auf gar keinen Fall. Sondern nein, nach der Diskussion. Wenn das irgendwann zu einem Produkt geworden ist, was demokratische Legitimation mit auf den Weg bekommt, weil es Formulierungen enthält, die mehrheitsfähig sind, im ganz klassischen demokratischen Bereich, dann kann man sich ganz viele Sachen vorstellen, zum Beispiel Selbstverpflichtungen, die daraus rausgeschnitzt werden. Mhm. Allerdings weiß ich auch, das sind unglaublich komplizierte Prozesse und wenn man die EU-seitig machen möchte, sind die noch viel komplizierter. Da hat Herr Wiedewelt übrigens auch eigene Erfahrungen, weil er schon häufig auch genau darüber geschrieben hat, wie rechtliche Prozesse zwischen Bundesprozessen und EU-Prozessen zustande kommen. Spoiler, grauenvoll schwierig, sehr langwierig. Es geht nie so raus, wie man am Anfang gehofft hat, dass es reingeht. Aber die Essenz dafür ist für mich ganz klar, natürlich ist sowas wie eine Selbstverpflichtung eins der vielen Dinge, die rauskommen können, wenn man sich erstmal geeinigt hat auf eine finale Digitalkarte. Und wenn man nicht, so wie wir im Moment, noch im Thesenmodus ist. Wobei, man muss auch deutlich sagen, ich will nicht Wasser in den Wein schütten, aber mal mit einem Grundrechtsausschnitt argumentieren. Wir haben in den Grundrechten eine Formulierung Eigentum verpflichtet. Da können wir aber in Klammern dazu schreiben, grundsätzlich zu gar nichts, Klammern zu. Insofern wäre Selbstverpflichtung das schwächste Moment. Ich würde es auch nicht gesetzlich vorschreiben. Ich habe auch keine Lösung dafür, aber jetzt einfach zu sagen, Facebook verpflichtet sich jetzt, etwas zu tun, hat eigentlich überhaupt keine Wirkung. Also finde ich für den FDP-Politiker sehr mutig, dass er behauptet, dass Eigentum verpflichtet gar nicht mehr gilt. Also sonst heute. Eher so Wagenknecht-Style. Aber vielleicht trittst du ja nochmal. Die Frage war jetzt konkret, soll das eine Selbstverpflichtung das dann sein? Das wäre ein Vorschlag, dass man das sozusagen als Also wenn man, wenn man diese Thesen dann jetzt noch eine Weile durchorgelt und den Unsinn rausstreicht und das Sinnvolle dann meinetwegen drin belässt und dann verbessert, dann kann man das natürlich zu einer Grundlage für eine Selbstverpflichtung machen. Sollen die Unternehmen doch zusehen, ob sie dann Bock haben, das zu machen oder nicht. So läuft es in aller Regel bei Selbstverpflichtung. Nur wenn die Unternehmen es nicht machen, und das hat man bei Selbstverpflichtung ja nun auch dann ab und zu mal, dann muss das Ganze natürlich irgendwann gesetzt werden. Und diese Notation von wegen EU, das ist alles sehr schwierig, das stimmt, das ist alles sehr schwierig, ein sehr langer Weg, aber das Europaparlament, wo dieses Werk jetzt ja gerade ist, hat durchaus die Möglichkeit, eine Veränderung des Primärrechts anzustoßen. Das wird immer wieder negiert, wird immer gesagt, nein, nein, das ist ja alles gar nicht der Fall und das EP kann das gar nicht, doch das EP kann das. Das nur kurz als Randnotiz. Bernd Schlimmer, wäre das vielleicht irgendwie so ein erster Schritt hin zu einer verbindlichen, dass man erst mit einer Selbstverpflichtung anfängt? Also ich würde mir schon, ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass im Ergebnis sowas wie Grundprinzipien, Grundsätze entstehen, die letztendlich
uns Politikern, das hört sich immer jetzt ein bisschen, ich bin ja nur im AGH in Berlin, bestimmt nicht die Weltlage, aber die letztendlich Orientierung bieten. Und insofern wäre ich dankbar für einen zivilgesellschaftlich organisierten Prozess, der vielleicht zu Selbstverpflichtungen führt, diese Grundsätze anzuwenden, der dann auch von der Politik übernommen werden kann für eigene legislative Aufgaben und weitergehende Verpflichtungen. Klar. Wenn man da übrigens vielleicht noch mal eine kleine begriffliche Feinjustierung reinbringen kann. Chartas sind ja eigentlich so eine Art Metagesetze. Es heißt ja überhaupt nicht, dass da alles geregelt sein muss, sondern dass man versucht, da ein Wertegerüst in Worte zu verpacken, aus denen dann Gesetzgebung entstehen kann. Wenn da sowas steht wie XYZ ist zu fördern, was ein paar Mal drin steht, dann bedeutet das, lieber Staat, bitte erlass doch Gesetze, die genau diesen Zweck, der dort formuliert ist, dann auch konkret ausformulieren. Das heißt, natürlich ist das mit der europäischen Gesetzgebung, was eben gesagt wurde, richtig, aber es ist eben auch klar, dass hier nicht etwas 1:1 sofort Geltung bekommt, genau wie es da steht, sondern ganz im Gegenteil, dass das irgendwann dazu führen soll, dass man sowas wie Grundrechte in der digitalen Sphäre besser greifen kann, einklagbar macht vielleicht sogar und dafür gesetzliche Verankerung in den Nationalstaaten der EU bekommt. Und ich glaube, das ist so ein Grundziel, eine Verankerung von Grundrechten auch in der digitalen Sphäre. Das ist so ein Grundziel, was wohl die allermeisten unterschreiben würden, auch die, die hier sind, vielleicht sogar die meisten, die auf der Bühne sind, vielleicht sogar alle, die auf der Bühne sind. Wir streiten uns im Prinzip nur noch über die Details, wie, auf welche Weise das geschieht. Unterschreiben Sie? Nein, ich unterschreibe nicht, dass es um Details geht. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Punkt noch machen muss, aber es geht eben gerade nicht um Details. Er ist nicht in meine Falle gegangen, verdammt. War ein bisschen plump, das gebe ich zu. Ein bisschen. Versuch es nicht strafbar. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Sie wollten, wenn dann sozusagen, wir nennen es Thesen und diskutieren auf dieser Grundlage weiter. Sie halten also auch die Diskussion an sich für wichtig. Ich bin Journalist, ich lebe davon, dass Diskussionen im Gange sind und ich mag Diskussionen und deswegen mache ich mich ja gerade stark für Kommunikationsfreiheiten in jeder Form, weil ich Diskussionen fördern will. Was ich nicht will, ist einen formalen Prozess, der nun mal schon angestoßen war, davon kommen Sie nicht mehr runter, irgendwie in irgendeiner Form zu begleiten und zu sagen, ja, die Richtung stimmt schon, jetzt müssen wir nur bei Artikel 5 ein kleines Schräubchen drehen und dann ist alles gut. Das will ich nicht. Und deswegen warne ich doch davor, sich insgesamt bei diesem Prozess zu beteiligen. Wenn das Ding jetzt Thesen heißt und dann auf einem Pirate Pad oder sonst wo steht, warum soll ich denn dann nicht mitmachen? Da habe ich doch überhaupt kein Problem damit. Netzpolitik beschäftigt mich seit vielen Jahren. Da kann ich mich gerne dran beteiligen, habe ich überhaupt kein Problem mit. Ich habe ein Problem mit der Formalität des Prozesses und mit dieser Überrumpelung. Vielleicht. Soll ich darauf antworten, obwohl ich das schon 7 Mal gesagt habe, aber kann ich gerne machen. Ne? Also Überrumpelung ist halt auch durch Sie selbst entstanden. Ne? Man muss ja sogar sagen, wer das so liegt und sagt, hier ist es, Hilfe, Hilfe, der fördert jetzt schon auch eine ganz kleine Idee, und da müssen Sie jetzt mal zugeben, dass das stimmt, ganz bisschen diesen Überrumpelungseffekt. Das ist Journalismus, dass man Dinge liegt. Na klar, aber die Überrumpelung, ich finde es ja super, dass es geleakt worden ist. Eine größere Relevanzhupe für unser Manifest hätte es gar nicht geben können, als es die FAZ vorab leakt, was da passiert. Also da freue ich mich auch. Das Watchblock, was Sie betreiben, adelt uns auf eine Art und Weise. Aber der Punkt ist halt schon, dass dadurch unsere gesamte Kommunikation so ein bisschen durcheinandergewirbelt worden ist, wie ich ganz offen zugebe, wie oft bei Leaks. Und dass natürlich ein Teil der Überrumpelung und auch ein Teil der Deutung, in welche Richtung das gehen soll und wie viel These, wie viel Vorschlag da drin ist, auch dadurch entstanden ist. Aber die Deutung haben doch Sie. Sie haben doch den ersten Aufschlag gemacht. Nee, Sie haben den ersten Aufschlag. Mit Verlaub, den ersten Aufschlag haben Sie gemacht. Wenn wir jetzt den Aufschlag bei Ihnen lassen wollen, vielleicht schreiben Sie jetzt nochmal die 2, 3 nächsten Schritte in dem Diskussionsprozess zur Charta. Im Verlauf des Märzes kann man auf digitalcharta.eu für jeden einzelnen Artikel Gegenvorschläge machen. Inklusive des Vorschlags, totaler Schrott, bitte sofort streichen. Und des Vorschlags, wir brauchen aber noch einen Artikel 27, in dem steht, dass Zierfische Internetverbot kriegen. Oder was auch, also bin ich total offen und alle anderen eben auch. Und aus meiner Perspektive ist das mit der wichtigste Prozess, weil da die vielen Uncleverheiten, die vielen Schwierigkeiten, die vielen Formulierungen, die aus, sagen wir mal,
Diskursmechaniken in dieser Gruppe, die auch kompliziert war, wie ich. Heinz Bude sitzt da drüben, der weiß, wovon ich spreche. Die vielen Unebenheiten in der Debatte, die so entstanden sind, die können so ausgebügelt werden. So kriegt man mehr Öffentlichkeit da rein. Es ist explizit gewünscht, ich sage das nochmal, es ist explizit gewünscht, dass Kritiker wie Herr Wiedewild, selbst wenn er nur Artikel 19 gut findet, dann soll er einen noch besseren Artikel 19 vorschlagen. Das wollen wir und das ist richtig. Und alle diese Vorschläge sollen dann später zu einem demokratisch wenigstens ansatzweise legitimierbaren Endpapier aufbereitet werden. Und ab diesem Zeitpunkt, spätestens ab diesem Zeitpunkt, ist auch vollkommen klar, dass es nicht mehr um diese 25 Leute geht oder wie viel auch immer das waren, weil das dann so ein bisschen außerhalb in der Öffentlichkeit stattfindet. Denn da sind so viele Leute dabei, die sich eben nicht leisten können zu sagen, alle hassen uns, egal, machen wir trotzdem. Sondern da sind viele Leute dabei, die ein Interesse an der Debatte haben. Und das ist so ein bisschen das Versprechen, das wurde abwertend gesagt, es sind so lauter Prominente. Ich würde es umdrehen und sagen, es sind lauter Leute, die eine gesellschaftliche Verpflichtung spüren und die schon über ihre gesellschaftliche Verpflichtung eben alles andere tun werden, als zu sagen, da draußen sind alle bescheuert, wir ziehen unseren Stiefel durch. Ganz im Gegenteil. Ich hoffe, das ist so ein bisschen deutlich geworden bei meiner Umarmung am heutigen Tag. Sollte also diese Online-Debatte, soll es die auch noch eine Real-Life-Meeting sozusagen, ein Workshop geben? Auf der Republika im Mai in Berlin, die Daten kann man googeln, wir werden sie natürlich auch noch auf Digitalkarte EU bekannt geben, da soll auch über die Entwürfe eine Debatte stattfinden, quasi das, wie es heute ist, bloß noch stärker ins Detail gehen, bis hin zu den einzelnen Artikeln. Und die ist natürlich auch A, öffentlich und B, kostenlos, selbst wenn man C, nicht Besucher der Republika sein kann, weil man D, kein Ticket mehr bekommen hat. Aber heißen jetzt ja Thesen, ne? Bitte? Heißen jetzt ja Thesen. Habe ich mich total versprochen, die Thesen werden dort natürlich, die Digitalkarte-Thesen werden dort besprochen. Ganz schlimmer, werden Sie mitdiskutieren? Ja, wenn ich würde mich gerne beteiligen. Ich habe das jetzt auch verstanden als Debattenbeitrag und würde mich auch aktiv einbringen. Ich würde beispielsweise den Schlussparagraph, die Schlussbestimmung erstmal streichen. Das ist so mit deutscher Gründlichkeit ein Papier erstellt worden, wo dann am Ende geschrieben wird Schlussbestimmung. Ja. Das wäre ein halt Punkt, den ich sofort streichen würde. Frage ich mich, ob es wirklich ein erster Entwurf gewesen, ein Diskussionsvorschlag oder ob schon viel weiter gedacht worden ist. Aber es ist wohl typisch deutsch, dass man ein Papier anfängt und endet mit Schlussbestimmungen. Das wäre also ein aktiver Beitrag, den ich jetzt schon hier ad hoc tätigen würde. Interessanterweise ist die Schlussbestimmung, Artikel 23, Paragraph 2, ist hauptsächlich deswegen entstanden, weil sich dort der Entwurf der Digitalcharta quasi der europäischen Charta unterwirft. Will sagen, da haben wir schon ganz bewusst versucht, eine Hierarchie reinzubringen. Ich zitiere, Ausübung und Einschränkung der Rechte und Grundsätze dieser Charta erfolgen entsprechend Artikel 52 EGC. Das nur am Rande. Was ich damit sagen möchte, die Dinge haben schon ihren Grund und dass die Gründe auch mal doof sein können, habe ich vorher skizziert. Aber genau deswegen gehen wir offensiv an die Öffentlichkeit und sagen, macht die Charta mit uns besser. Verhindert, dass schlechte Formulierungen weiterkommen. Und dann, ja. Das ist eine Drohung. Nee. Wir haben da mal was auf den Weg gebracht. Wenn Sie jetzt nicht überrollt werden wollen, kommen Sie besser in die Puschen. Also abgesehen, das ist genau umgedreht. Das ist eigentlich eine Chance. Und interessanterweise ist das auch eine Diskussion, die in der Gruppe geführt wurde. Inwieweit geht da wer auf wen zu? Der vorher erwähnte Christoph Käse. Ich habe mal 27 Artikel gegen sein Kack-Leistungsschutzrecht geschrieben. Ja, ich werde in keiner Konstellation, dass ich mich jemals dafür einspannen, in Richtung Leistungsschutzrecht zu operieren. Aber vielleicht ist es einfach so, als Schlussakkord, um das vielleicht von meiner Position nochmal zu sagen. Wir leben in einer Zeit, wo wir alle begriffen haben dürften, dass uns als Demokraten, als Menschen, die an einer liberalen Demokratie interessiert sind, dass uns mehr vereint, als wir vorher gedacht haben. Wir haben vorher gedacht, wir sind total verfeindet, weil du in Partei X bist und ich in Partei Y. Nein, es ist inzwischen so, dass eigentlich auf eine bestimmte Art und Weise Demokraten zusammenstehen müssen und eben debattieren müssen. Und da etwas auf den Weg zu bringen, was irgendwann, und das ist eben die Unterstellung, eine demokratische Legitimation bekommt oder auch nicht, deswegen ist es keine Drohung, das ist, glaube ich, absolutes Recht und vielleicht sogar die Pflicht von jedem Einzelnen. Ich nehme gern diese Debattenaufruf von Ihnen auf und würde Sie gerne fragen. Wir hatten ja am Anfang diese kurze Abfrage gemacht. Finden Sie, dass eine europäische Grundrechtscharta nichtig ist? Ja, nein, vielleicht. Wer von Ihnen hat dann jetzt eigentlich im Laufe der Debatte seine Meinung geändert? Vielleicht von ja auf nein, auf ja aber, auf vielleicht. Wer hebt dann mal ganz mutig die Hand und sagt, irgendwie habe ich heute meine Meinung doch ein bisschen revidieren können oder
Jetzt machen Sie uns nicht traurig hier. Nein, aber es ist ja egal, in welche Richtung. Feintuning, es reicht ja schon. Es reicht ja Feintuning, genau, immerhin. Dann würde ich sagen, war das aber eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort gewesen. Das Resümee, glaube ich, des heutigen Mittagessens, nicht abends, ist natürlich we agree to disagree. Ja? Also ganz wichtig auch, einen produktiven Dissens zu haben, eine Diskussion zu haben. Und deswegen auch die Aufforderung an Sie, beteiligen Sie sich an der Online-Diskussion, beteiligen Sie sich in der Republika, um vielleicht schlechte Paragraphen, Artikel und Thesen zu ändern oder vielleicht die Dinge einzubringen, die Ihnen noch wichtig sind. Mir bleibt es nur noch mal zu danken, dem Basecamp Load e.V., der Friedrich-Naumann-Stiftung, der Zeit-Stiftung und natürlich der Gründerszene. Vielen Dank an die Diskutanten. Wir danken dir für die Moderation. Dankeschön, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön, Bernd Schlömer, Dankeschön, Sascha Lobo und Herr Dr. Wiedewil. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie alle da waren. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt alle noch einen schönen Nachmittag. Es hat aufgehört zu regnen. Insofern wünsche ich Ihnen allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.